Ich hatte einen wunderschönen Online-Store mit japanischen Produkten, die die Welt nicht brauchte. Ich habe mir damals gedacht, ich bin 2008 im Dezember wieder nach Deutschland gekommen und dachte dann so, naja, gehst wieder nach Deutschland, was machst du da so? Irgendwie wollte ich den Bezug zu Japan dann doch noch halten und habe dann gedacht, machst du einen Online-Store, hatte dann auch meinen Partner in Japan. Ja, das sollte dann 2009 losgehen. Mein Partner brachte einen wunderschönen Designer und Programmer mit, der war so das Ultimative, seiner Meinung nach. Ja, da fing der erste Fuck-up schon an, weil dieser Herr präsentierte mir dann so eine Seite, wo ich dann gesagt habe, das wird schwierig hier. Nee, machen wir mal nicht. Das ging dann so ein halbes Jahr hin und her. Ich habe dann noch versucht, ihn doch irgendwie dazu bewegen, dass er doch meine Sache macht, bitte. Nein, wollte nicht. Gut, dachte ich dann so nach einem halben Jahr, Jung, wird nichts, mach du mal dein Zeug, ich mach meins. Haben wir uns getrennt, blieb dann nur noch mein Partner und ich übrig, haben wir das dann weitergemacht. Ich habe mir einen neuen Designer gesucht, alles gut. So, dann 2010. Oh. 2010 war alles eigentlich super gut. Die Verkaufskäufe waren gut, wir haben cooles Marketing gemacht, Promotion, alles was dazugehört. Dann haben wir wirklich richtig das Geld gehortet, sag ich mal, weil es war ja angedacht, dass das Lager dann mal nach Deutschland kommt. Und der Markt hat sich so rauskristallisiert. Komischerweise war das dann irgendwo Nordafrika, was eigentlich nicht der Plan war. Und Mittlerer Osten und Europa hinkte so ein bisschen hinterher. Na, da dachte ich, naja gut, dann ist es halt Nordafrika. Machen wir eben die Seite auf Arabisch. Ich hatte dann da auch Großkunden, die dann mit mir da über irgendwelche tollen Produkte dann philosophiert haben. Und die wir dann auch wirklich, das ging dann richtig über Verträge und war alles schon so weit, dass man sagen könnte, so jetzt machen wir los. Ich dachte dann aber so, nimmst noch das Weihnachtsgeschäft mit und dann startest du durch. Ja, 2011 dann kam der erste Hammer. Das war Libyen. Das war mein erster Großkunde. Der wollte, ach, das habe ich jetzt vergessen. So ein paar tausend von diesen Dingern, die niemand braucht eigentlich. Also hier legt man sein Smartphone rein und hat dann einen Hörer dazu. Super. Hat er dann nicht mehr machen können. Libyen, naja gut. Sagt alles. War dann futsch. Erster Markt, futsch. Naja gut, ich ließ mich dann nicht unterkriegen und dachte dann so, gehst trotzdem einkaufen. Im April musst du wieder deinen Visa-Run machen. Musst eh nach Japan, gehst einkaufen, kaufst ganz viel. Schippest es dann im April nach Deutschland, machst dein Lager auf, alles gut. Ich im April, nee, März, Anfang März, so schön gekauft. Es kam alles in unserem Zwischenlager nahe Fukushima an. drei Tage später war alles weg. Also, das sind wirklich Bilder von unserem Lager, das war irgendwo hier. Das war dann weg, mein Geld war weg, das Lager war weg, alles war weg. Dann verfiel ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, erstmal in so eine gewisse Schockstarre. Weil ich wusste, mein Partner hat ja auch da oben gewohnt, den wollte ich erstmal in Ruhe lassen, dachte so, ach nee, jetzt keine dummen Fragen stellen und lass den erstmal, der hat dann auch ausgeholfen, wie hier so Suppenküchen und so, hier ist er eigentlich, hier irgendwo, da. Egal, hat er dann gemacht, fand ich ja auch gut, musste aber irgendwie weitergehen, dachte ich, naja gut, wir haben ja noch die anderen Märkte, baust es ein bisschen aus oder lässt es erstmal so, wie es ist jetzt gerade im Moment, weil mehr konnte ich ja eh nicht machen, war ja alles weg. Ja, dann ging es weiter. Dann kam natürlich noch Syrien. Unser nächster Großkunde war weg. Der war dann auch gleich weg. Und dann dachte ich so, 2011. Jetzt. Nicht. Habe ich dann echt wirklich gedacht. Weil ich hatte dann echt keinen Antrieb mehr, irgendwie was Neues erstmal aufzubauen. Ich wusste nicht wohin, ich hatte keinen Plan B. Ich dachte, bis Ende des Jahres lässt du das jetzt einfach mal so, wie es ist. Und dann mal Ende des Jahres gucken, was so passiert. Ende des Jahres dann mit meinem Partner nochmal ordentlich zusammengesetzt. Was machen wir jetzt? Entweder geben wir jetzt auf und es war's, oder wir machen alles nochmal komplett neu. Naja, gab ja eigentlich nur die zwei
Varianten. Wir haben uns dann entschieden, machen wir alles neu. Super. Haben wir dann auch gemacht, 2012. Wir hatten ja ganz tolle Video gedreht und ein Manga waren wir dran. Ich hatte dann eine Freundin, die war Japanischlehrerin, die hat dann die Lessons gemacht. Dann hatte ich noch eine engagiert, die hat mir beim Übersetzen geholfen, weil das war ja dann alles doch schon ziemlich viel. Haben wir gemacht. 2012 bis Mitte, bis Juli ungefähr. War alles vorbereitet, sollte dann so vor Weihnachten losgehen. Zum Oktober dann habe ich die erste Mail gekriegt von einer meiner Damen, die dann meinte so, oh Wenke, ich habe keine Lust mehr. Schwierig. Einen Monat später kam dann die zweite Dame und sagt so, oh ey, ich wusste nicht, dass das so viel Arbeit ist. Ich mache da jetzt nicht mehr mit. So waren alle beide weg. Ich habe dann auch gedacht, oh, weg. So Leute brauche ich echt nicht. Keine Lust mehr. Das ist halt das Problem, wenn man Leute nur auf Rechnung bezahlt. War auch ein bisschen unklug von mir wahrscheinlich. Gut. Ja, dann dachte ich mir so, na und nu? Müssen wir es reduzieren, wieder auf, machen wir eben mehr Produkte rein. Anstelle von Manga und Magazin und Community und Bibabo. Gut, machen wir neue Produkte rein. Mein Partner meinte dann so, ja, ich komme dann mal nach Deutschland und dann hatte ich vor, so ein bisschen Europa mir anzuschauen und ja, ich komme dann mal so ein, zwei Monate rüber und dann mache ich mal Marketing Research und dann gucken wir mal, was wir so reinmachen. War für Juli geplant. Er kam nicht nach Deutschland im Juli. Er antwortete auch nicht mehr auf meine Mails. Er antwortete auch nicht mehr auf meine Telefonate. Also das Ende vom Lied war, dass er dann weg war, weil er wahrscheinlich keine Lust mehr hatte, weiß ich nicht. Weiß ich bis heute nicht. Er hat sich dann irgendwie ein halbes Jahr später dann sporadisch nochmal, zu Weihnachten. Merry Christmas, how are you doing? Da dachte ich echt, ich müsste jetzt in den Computer springen. Egal, ich dachte dann so, ja, ignorierst du einfach, ganz galant. Ja, und dann habe ich dann 2013 dann am 31.12. gesagt, so, jetzt ist Schluss, kein Bock mehr, zu. Und ich habe geschlossen. Ja, und das war die End auf meinem schönen Store. Und waren das jetzt einfach Sachen, die du selber in Japan gesehen hattest, dass du vor auf dem deutschen Markt nicht so gemacht hast, oder waren das eigene Designs so teilweise? Teils, teils. Also ich habe auch Sachen selber designt, so auf Skateboards und auf T-Shirts, das habe ich dann alles selber gemacht. Aber ich bin halt in Tokio rumgeholt und habe gesagt, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, nehme ich mit. Braucht niemand, aber nehme ich mit. Ich habe halt immer das gesucht, was niemand hatte. Und das habe ich auch oft gefunden, weil das war nicht so verbreitet, sage ich mal. Also man hat ja immer so die Mainstream-Produkte, die ja Hello Kitty und ach. Na, mit sowas habe ich dann nicht angefangen. Also ich habe dann schon mehr so das geile Zeug gefunden. was habe ich gemacht? Ich habe viel für den Fernsehen gearbeitet. Das letzte Jahr habe ich dann 4 Kneipen eröffnet. Ja, parallel. Also innerhalb von 2 Monaten. Ich brauchte ja Geld. Nur dann habe ich noch schnell Geld gescheffelt, habe alles mitgenommen und bin hier hingekommen und habe alles verbrannt. Naja, egal. Was habe ich noch gemacht? Ich war halt viel auf Tour mit Bands, bin halt überall in der Welt rumgetingelt. Das war eigentlich so das Längste, was ich gemacht habe, so 5-6 Jahre. Das ist eigentlich keine Erfahrung in der Firma im Online-Marketing oder Online-Shop. Nee, gar nicht. Nö, hab einfach gesagt, mache ich jetzt und hat auch gepasst. Ich muss es immer wieder sagen, weil es ein geiler Shop war.